Stacheldraht, soweit das Auge reicht. Kübek-Hasa an der ungarisch-serbischen Grenze. Bürgermeister Molnar will uns die Auswirkungen des sogenannten Anti-Migranten-Zaunes auf seine kleine Gemeinde zeigen. Doch die Grenzpolizei geht dazwischen. Haben Sie eine Drehgenehmigung? Nein, es gibt ja Pressefreiheit in Ungarn, oder? Pressefreiheit interessiert den Polizisten nicht. Er will unsere Ausweise sehen. Kommen Sie nicht näher. Sie könnten sonst einen Stromschlag abkriegen. Schließlich dürfen wir drehen. Ich will nicht in so einem Land leben, in dem es solche Zustände wie hier gerade gibt. Und das wünsche ich auch für meine Kinder nicht. Ich fürchte, dass wir eines Tages selbst zu Flüchtlingen werden. Die Pressefreiheit wurde ausgerottet. In Ungarn wurde ein korruptes System aufgebaut. Und das, so Molnar, bekäme auch seine Gemeinde zu spüren. Kübek-Hasa, ein 1500-Seelendorf. Seit jeher leben die Menschen hier hauptsächlich von Landwirtschaft oder Kleinhandwerk. Staatliche Unterstützung für die arme Grenzgemeinde gibt es unter der Orbán-Regierung nicht. Im letzten Jahr, so der Bürgermeister, habe Budapest ganze 4 Euro an seine Gemeinde überwiesen. Doch Bürgermeister Molnar lässt sich davon nicht beeindrucken. Er bleibt weiter bei seiner Kritik an der rechtspopulistischen Regierung. Überall wehen EU-Flaggen im Dorf, stiller Ausdruck dieses Protestes. Ich denke, die Zugehörigkeit zu Europa ist etwas Fundamentales für uns Ungarn. Man darf die beiden Seiten nicht gegeneinander ausspielen. Ich halte das für eine sehr niederträchtige Politik, wenn jemand sich politisches Kapital durch das Propagieren von Feindbildern erhofft. Bürgermeister Molnar meint damit wohl auch seinen Amtskollegen 30 Kilometer weiter am Grenzzaun. Hier liegt die Kleinstadt Murahalom. Überall in der Ortschaft renovierte Denkmäler und Neubauten. Und mittendrin das überdimensionierte Rathaus, nur EU-Flaggen, die sehen wir hier nicht. Drinnen residiert Bürgermeister Nogradi, Mitglied der rechtspopulistischen Regierungspartei. Er steht voll hinter der nationalistischen Regierung und er bekennt ganz offen, dass er und seine Gemeinde davon profitieren. Ich denke, dass die Gemeinden, die keine Unterstützung bekommen, ein wenig selbstkritisch sein sollten. Denn alles beruht auf Gegenseitigkeit. Wenn ein Bürgermeister die Politik provoziert, muss er davon ausgehen, dass die Politik auch ihn provoziert. Und so gibt es in Mahalom einiges, was den Nationalisten in Budapest gefallen wird. Eine Mitarbeiterin des Bürgermeisters zeigt uns den Mini-Hungary-Park. Der Traum vom Großreich aus dem letzten Jahrhundert im Kleinformat. Wir bilden hier die Gebäude Großungarns nach. Nur solche sind zu sehen, die sich auch auf dem historischen Gebiet des Landes befunden haben. Wegen solcher Verherrlichungen der Vergangenheit darf sich die Gemeinde über kräftige Zuschüsse in der Gegenwart freuen. Auch bei der Erneuerung der Stadtbeleuchtung flossen reichlich Gelder. Den Großauftrag bekam die Firma Elius zugeschanzt. Zu Unrecht, so die Ermittler der Europäischen Antikorruptionsbehörde. Das Unternehmen gehört dem Schwiegersohn des ungarischen Staatschefs Orbán. Wir haben die Antragstellung ordnungsgemäß durchgeführt. Am Ende wurde jedoch die Firma Elios für den Auftrag ausgesucht. Ich habe es im Einzelnen nicht geprüft, wie es dazu kam. Für den Bürgermeister und Regierungskritiker Molnar aus Kübek-Hasa hat das Vorgehen der Orbán-Regierung Methode. Die ungarische Regierung kennt 3 Optionen, wie sie mit den Bürgern umgeht. Die Menschen werden entweder gekauft oder unglaubwürdig oder gar mundtot gemacht. Abends ist Robert Molnar wieder unterwegs an der Grenze. Eine Grenze, so der Bürgermeister, die nicht nur Staaten, sondern auch immer mehr Ungarn voneinander trennt.